Hey Leute, ich bin's wieder, euer IC und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel-News. Mann, was war das wieder für eine Angelwoche, Leute. Ich hoffe, bei euch war das Ganze genauso ereignisreich wie diese Woche. Und diese ganze Woche stand irgendwie im Zeichen der Angelturniere. Ich weiß nicht warum. Ne? YPC ist im Moment am laufenden Gange, Hobie Fishing Europe, Lure Masters steht vor der Tür, Talk Fiction am Start und Fisherino hat auch noch was rausgehauen, was bald kommen wird. Unglaublich, unglaublich. Ich war im Wasser, konnte auch mal wieder im Wasser sein und die Seele baumeln lassen. War so ganz angenehm, hat den Livestream dabei gehabt und ich hoffe, ihr seid auch am Wasser gewesen. Ja, ich hoffe, ihr seid auch im Wasser gewesen und konntet ordentlich was rausziehen. Was ihr so gefangen habt, schreibt unten mal ruhig in die Kommentare. Wird mich auf jeden Fall interessieren. Neuer PB, neuen Fisch, den ihr schon mal fangen wolltet, was auch immer. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Themen dieser Woche. Skandal bei der Talk Fiction, Veränderung bei Fisherino, Salai Deep, EDB, ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich den Namen falsch ausspreche, ist Europameister und Angelcamp 2.0, kurze Zusammenfassung und vielleicht 3.0 ohne Sido. Und falls auch du immer auf dem neuesten Stand der Angelszene sein willst und keine Angel-News mehr verpassen willst, dann lass jetzt dein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel-News. Alles rund ums Angeln. Leute, zu dem Thema, was jetzt kommt, gibt es keine detaillierten Linkverknüpfungen oder Quellen, die ich in irgendeiner Form angeben kann. Ich kann nur das wiedergeben, was im Moment in aller Munde ist und was an Informationen an die Oberfläche sprudelt. Es wird viel geredet, viele Stories kommen aus allen Ecken. Ich habe jetzt mal einfach eine Darstellung der Situation genommen, die direkt von der Talk Fiction kommt und die das Ganze soweit wiedergibt. Denn das Ganze ist ein Skandal, Leute. Einfach ein Skandal. Und ich frage mich, warum sowas in der heutigen Zeit noch nötig ist. Denn im Grunde genommen kommt sowas doch immer an die Öffentlichkeit. Talk Fiction, Leute. Vom 10. bis zum 12. September hat sich zu einem der besten und beliebtesten Events der Angelszene gemausert, Leute. Das Ganze ist nicht nur ein Angelturnier im besten Sinne in den Niederlanden, weil Catch and Release hier ganz groß geschrieben wird, sondern das Ganze hat sich schon zu seinem Angelfestival gemausert. Fairplay, man trifft sich unter Kollegen, schnacken, dies, das. Sozusagen wie die Gamescom unter Gamern ist sozusagen die Talk Fiction für Angler, Turnierangler, Raubfischangler etc. Einfach ein mächtiger, guter Treffpunkt. Also falls ihr da mal hin wollt, ne, nehmt euch die Zeit, auf zu Talk Fiction und erlebt das Ganze mit vielen, vielen anderen Gleichgesinnten. Aber was da passiert ist, Leute, bevor ich da zum Punkt komme, würde ich gerne eine Sache noch kurz von der Talk Fiction Webseite vorlesen. Und da steht sowas wie: Wir wollen zusammen Spaß haben, miteinander fachsimpeln, abends nett zusammensitzen. Wir möchten aber einen echten Wettkampf vermeiden. Natürlich möchte jeder fangen, jeder möchte auch gewinnen, aber bitte alles mit Fairplay, sowohl den Mitkandidaten wie auch den Fischen gegenüber. So ein krasses Statement auf der Homepage von der Talk Fiction. Und dann passierte bei der Talk Fiction folgendes. Team MB hatte kurz vor Ende des Turniers, 14 Minuten vor Ende des Turniers, einen Haufen Fische in die Wertung gegeben. Normalerweise gibt man Fische einzeln ab. Entweder, hey, hier habe ich gerade gefangen, boom, hau rein in die WhatsApp-Gruppe, hau rein in die Wertung, bam, bam, so wie man es kennt. Das war schon der erste Shady Moment, 14 Minuten vorher. Der zweite Shady Moment war, die Fische sahen sehr gefroren aus. Im Internet geht das Meme rum, Catch and Freeze, Team MB. Und das Ganze
war dann so, dass bei den Bildern die Kiemen teilweise auch die Augen der Fische verdeckt waren. Also die Merkmale, wo man es am besten sehen könnte, dass Fische auf irgendeine Art und Weise gefroren sind. Die Haut, der Zustand etc. sah auch nicht gerade besonders gut aus. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, hey, selbst wenn die Fische jetzt gefroren sind, über das Wochenende hinweg, selbst wenn, kommen wir einfach mal auf diese Idee. Sind die Fische wirklich selbst gefangen? Was ist da? Was ist da passiert? Und warum macht man sowas? Warum bei so einem Fairplay-Event? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Die Bilder dazu habe ich euch jetzt mal vielleicht aus rechtlichen Gründen vorsichtshalber außen vorgelassen, Leute. Ich habe diese Bilder, die sind abgescreenshottet. Ich kann es nicht sagen. Ich lasse sie einfach außen vor. Ihr könnt euch selbst eure Meinung bilden. Das Ganze wurde von der Orga geregelt, Leute. Das Ganze wurde von der Orga geregelt, dass Team MB aus der Wertung hinausgeht. Und das Ganze hat dazu geführt, dass die Siegerehrung dann tatsächlich verspätet worden ist. In manchen Aussagen wird sogar gemeint, dass Team MB nicht mal mehr zur Siegerehrung gekommen ist. Aber wie gesagt, das sind alles Munkeleien. Dazu kann ich nicht viel sagen. Und ich will auch hier kein Bullshit erzählen. Nochmal zur Erinnerung. Ich habe keine Quellen. Das sind einfach nur Sachen, die erzählt werden. Ich habe die Bilder, aber die möchte ich hier nicht öffentlich zeigen. Leute, das zum Thema Talkfiction. Damit soll die Talkfiction auf jeden Fall nicht in ein schlechtes Licht gerückt werden, sondern es ist einfach dieser eine shady Moment von diesem einen Team in einem Fairplay-Event, was so nicht sein muss. Ich frage mich, besteht da irgendein Druck vom Team itself? Warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, Leute. Skandal bei der Talkfiction. Kommen wir nach so einem Thema zu einem Sympathisant der Angelszene, Leute. Salah El-Barbouchi. Wie gesagt, ich entschuldige mich nochmal, falls ich diesen Namen falsch ausspreche. Einfach ein Sympathisant der Angelszene. Man hat ihn schon im letzten YPC gesehen, Leute. YPC 2020, Wassala mit am Start und immer treuer Weggefährte von Jan Pusch. Und jetzt hat Salah nach mehreren anderen Turniergewinnen schon, ich glaube sogar Weltmeister etc., dies, das, ich habe es nicht ganz genau recherchiert, müsste man gucken, hat er jetzt die Hobie Fishing European Championship gewonnen, Leute. Heftig. Einfach heftig. 74 cm Hecht, 68 cm Zander, 58 cm Zander, 47 cm Zander, 42 cm Barsch, 40 cm Barsch und 38 cm Barsch macht insgesamt 367 cm an Fisch, die Salah da rausgeholt hat. Und holt sich somit Platz 1 und kann sich somit Europameister nennen, Leute. Europameister. Salah, du geiles Stück. Herzlichen Glückwunsch, einfach geil gefischt und ich hoffe, da kommt in Zukunft noch mehr. Mann, geil, geil. Reiß weiter ab, mein Guter, und hey, herzlichen Glückwunsch. Einfach herzlichen Glückwunsch. Geht halt auch ohne Catch and Freeze, ne? Leute, Fischerino. Für alle, die diesen Kanal auf YouTube kennen, diesen Green Angler etc., diese Gemeinschaft, Leute, Glückwunsch. Ich habe die nämlich erst vor ein paar Tagen kennengelernt. Vor einer Woche hat mich Catch and Clean auf die Jungs von Fischerino aufmerksam gemacht. Und ich habe erstmal den Kanal durchgesuchtet und habe erstmal geguckt, was geht hier eigentlich ab? Wie geil ist das denn? Aufmachung, Konzept, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und ich glaube, da kommt in Zukunft noch ein gewisser Impact auf die Angelszene hinzu. Green Angler ist, glaube ich, genau der richtige Weg, den wir brauchen. Und dabei muss man auch sagen, hey, auch wenn das jetzt hier ein bisschen Werbung für die ist, ne? Aber ich komme gleich noch zu den News, auf jeden Fall. Die haben Tackle Talk. Leute, ich habe sowas auf YouTube in der Art noch nicht gesehen. Tackle Talk, wie geil ist das?
Ich wurde so oft gefragt, hey, Icy, kannst du nicht auch mal über Tackle berichten, über neuen Tackle und sowas alles? Und ich so, ey, dazu habe ich nicht die Zeit. Es kommt so viel neuer Tackle raus. Routen, Rollen, neue Köder, neue Innovationen. Da habe ich keine Zeit zu. Wenn ich irgendwann was finde, etc., bombe ich das hier natürlich rein. Aber allgemein sich nur mit Tackle zu beschäftigen, da habe ich keine Zeit zu. Und die machen das, Leute. Checkt den Kanal von Fischerino aus. Die kümmern sich um Tackle Talk und hauen regelmäßig einen rein. Gut gemacht. Aber nicht nur das, es gibt Veränderungen bei Fischerino. Nicht nur, dass ein Teammitglied, der Sylvain, das Team verlassen hat und seine eigenen Wege geht, sondern es gibt auch Veränderungen, und zwar, dass sich jetzt der Content sich erhöhen soll. Es soll jetzt dienstags als auch freitags Videos geben, Leute, und was super spannend ist, Leute, was ich super spannend finde, es soll eine League of Streets geben. Ein Street-Fishing-Turnier, welches in den Niederlanden ausgestrahlt werden soll. 6 unterschiedliche Städte aus den Niederlanden mit großen Marken dabei. Und Leute, das wird krass. Das wird krass. Ich bin sehr gespannt. Ich bin großer Street-Fishing-Fan. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgestrahlt wird. Es soll das Ganze in einem Liga-Modus stattfinden. Also, behalte den Kanal von Fischerino im Auge. In Zukunft sollen auch noch Livestreams kommen. Ne? Falls ihr Fragen habt zum Livestream, Fischerino, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ne? Ich mache das ja schon länger auf Twitch. Und dann ist auch noch eine Deutschland-Tour geplant. Ne? Wir können uns mal zusammensetzen. Vielleicht wird da rumkommen hier. Bielefeld gibt es auch keine coolen Gewässer, wo man angeln kann. Deswegen, ne? Könnt ihr vorbeikommen. Ja, die Jungs von Fischerino. Leute, auf jeden Fall auschecken. Also, Streetfishing-Tour, Veränderung. Sylvain nicht mehr dabei. Vermehrter Content, vielleicht sogar Livestreams und eine Deutschlandtour. Leute, auschecken. Die Jungs von Fischerino. Geiler Scheiß. Von mir auf jeden Fall. Daumen nach oben. Jetzt mal Real Talk zum Angelcamp 2.0. Ich konnte es nicht die ganze Zeit verfolgen, Leute. Ich konnte es nicht die ganze Zeit verfolgen, aber das Ding war ja wohl mächtiger Abriss. Mächtiger Abriss. Das Ganze hat in Tschechien stattgefunden, an einem See, und einfach ein krasses Ding. In der ersten Nacht war Jakob mit am Start und Claudia, als auch Yoshi mit den 4 Jungs und noch einige mehr, und die sind auf Wels gegangen. Auf Wels. Sie hatten nur einige Stunden Zeit, und direkt in der ersten Nacht konnten die 2 heftige Welse verhaften, und das war schon für mich in den Augen ein heftiger Gänsehautmoment, das Ganze zu sehen. Ansonsten die ganze Aufmachung vom Angelcamp, so viel größer als Angelcamp 1. Der Bezug zum Fisch, was mich noch viel mehr gefreut hat, weil der Bezug zum Fisch hat im Angelcamp 1 so gefehlt. Der Bezug zum Fisch war im Angelcamp 1 einfach so gering. Da ging es halt einfach nur um das Entertainment, um die Leute, um die Party. Aber wirklich um den Fisch hat sich da, weiß nicht, 5% gedreht. Aber diesmal ging es viel, viel mehr um den Fisch, und der Fisch wurde viel, viel mehr in Szene gesetzt auch. Und man konnte so viel lernen durch die ganzen Coaches, die da waren. Durch Jakob, durch Claudia, durch Yoshi. Einfach geil für die Szene, die da angesprochen wird. Für die Zielgruppe, die da angesprochen wird. Weil da sind schon sehr, sehr viele junge Menschen, die sich das angucken. Und dann finde ich sowas immer, immer cool. Und ich hoffe, da können einige Leute, konnten angeregt werden, auch vielleicht ihren Angelschein zu machen. Oder vielleicht einfach ihre neue Leidenschaft, das Angeln, zu entdecken. Ne? Natürlich auch starke Konzerte waren dabei. Die Technik war einfach brillant, muss man auch wieder sagen. Also im Ganzen ein purer Erfolg. Man konnte jetzt nicht erwarten, hey, dass die Zahlen vom letzten Mal gebrochen werden und geknackt werden, dass wieder neue Rekorde gemacht werden. Darauf kommt es ja eigentlich im Grunde genommen auch nicht an. Es war einfach ein geiles Event, und ich konnte nicht viel sehen, und ich sage auch schon, dass es ein geiles Event war, weil das, was ich ein bisschen gucken konnte, fand ich sehr, sehr gelungen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr das Angelcamp? Habt ihr reingeschaut? Und würde mich freuen, auf jeden Fall, was haltet ihr davon? Am Ende hat Sido noch gesagt, dass er wahrscheinlich beim dritten Angelcamp nicht dabei sein möchte, weil er
das gerne als ein Urlaub sieht und er weniger Pflichtprogramm haben möchte. Und auch der Chat, der die ganze Zeit natürlich mit dabei war, mit über 100.000 Zuschauern die ganze Zeit, die immer gesagt haben, hey Sido, chill nicht so rum, sei nicht so faul, dies, das und sowas alles. Die wollen natürlich Entertainment sehen und das war natürlich auch ein bisschen nervig in dem Sinne für Sido, weil für Sido ist das sein Urlaub gewesen und den wird er natürlich gerne auch so nutzen, was ich auch auf jeden Fall verstehen kann. Angelcamp 3. Ich bin gespannt, ob das nächstes Jahr was wird und was da noch kommen mag. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Angelcamp 2 auf jeden Fall super, super geil in meinen Augen. Claudia, super Rolle gespielt, also einfach optimal. Jakob extrem stark, muss man auch einfach sagen. Und dann das Ganze einfach nur mega. Großer Lob, großen Respekt geht an allen, die auch hinter dem Angelcamp gearbeitet haben und das Ganze auch möglich gemacht haben. In dem Sinne freue ich mich einfach nur, was da in Zukunft noch kommen mag. Und das war sie wieder, Leute. Die Angel-News dieser Woche. Sehr, sehr, sehr turnierlastig dieses Mal. Mit guten als auch richtig beschissenen News, die einfach unnötig sind. Die einfach unnötig sind, Leute. Ne? Aber, Leute, falls ihr jetzt mal irgendwie ein neues Kühlungssystem braucht, ne? Team MB kann euch da weiterhelfen. Vielleicht bald Sponsoring von Bosch Freezing Systems. Wer weiß. Ich kann es eh nicht sein lassen. Die nächsten Tage werde ich nur noch solche Dinger bringen. Ohne Witz, ich kann es einfach nicht fassen. Ich kann es einfach nicht fassen. Unfucking glaublich. No joke. Leute, falls ihr am Wasser seid, na, lasst es euch gut gehen und ein dickes Petri an euch da draußen. Macht keinen Scheiß. Glaubt an euch selbst. Ihr müsst niemanden betrügen, um irgendwie irgendwer zu sein. Und Leute, schreibt mir mal eure Meinung zu allen. Zu allen. Einfach. Einfach zu allen. Ansonsten schreibt einen Roman. Irgendwas, was euch beschäftigt. Schüttet euer Herz aus. Wie geht's euch? Schreibt's mir. Leute, bleibt gesund, okay? Bleibt gesund, bleibt anständig und macht einfach keinen Scheiß. Dickes, dickes Petri ans Wasser. Euer Dent.